Zum Finale der Römerkampagne kommt auch glatt wieder eine brauchbare Mission. Nachdem es in den letzten Missionen nur um die Regatta zwischen den Völkern ging, sind wir nun den Mayas auf den Fersen, um die Weltwunder zurückzuholen. Welche Weltwunder? Natürlich die, die wir im Laufe der Maya-Kampagne haben mitgehen lassen. Kommt der Kurswechsel in dieser Kampagne ziemlich unnatürlich und plötzlich, nachdem mindestens die letzten zwei Missionen nur stumpfer Füller-Content waren? Ja. Wir haben es mit drei Siedlungen der Mayas zu tun. Blau dominiert die Mitte, die Burg auf dieser Halbinsel muss erobert oder zerstört werden. Die Heilquelle aus Maya Mission 5 taucht auch wieder auf, spielt aber hier nicht so eine große Rolle. Ihr könnt sie aber abschalten, indem ihr den kleinen Tempel daneben zerstört und selbst nutzen, indem ihr einen eigenen kleinen Tempel dort errichtet, was ganz cool ist. Grün bewacht den Koloss von Rhodos im Nordwesten der Karte, ist aber eigentlich gar nicht handlungsfähig, da ihm die Grundproduktion fehlt und er so auch keine neuen Siedler bekommen kann. Das gleiche gilt für den gelben Spieler, der im Nordosten den Leuchtturm von Alexandria bewacht. Die Weltwunder selbst werden von einer Feuerbarriere geschützt, die bewachenden Türme sind also für Soldaten unerreichbar. Ihr werdet Katapulte benutzen müssen, um die Türme zu zerstören, beachtet aber, dass die Katapulte selbst nicht immun gegen die Feuerwand sind. Im südöstlichen Gebirge findet ihr ein bisschen von allem. Gold findet ihr aber vor allem in diesem Gebirge im Zentrum eurer Halbinsel, sowie an der Grenze zum grünen Spieler. Falls ihr mehr Steine benötigt, könnt ihr euch in diesem Gebirge im Westen bedienen. Grün und Gelb stellen praktisch keine Bedrohung dar und Blau ist ebenfalls nicht besonders aggressiv, wobei ihr trotzdem auf einen Alibi-Angriff vorbereitet sein solltet. Der grüne Spieler ist ziemlich isoliert und sitzt auf jeder Menge Bodenschätzen, eignet sich also gut als erstes Ziel. Ich würde euch aber empfehlen, eure Kampfkraft zuerst auf 125% zu bringen, denn das ist der KK-Tick für eure Katapulte. Dann brauchen sie nur noch 4 statt 5 Treffer pro Turm, was Munition, Gesundheit und vielleicht auch ein paar Nerven spart. Ihr könnt Katapulte übrigens auch an einer Fahrzeugmanufaktur reparieren oder unterwegs von Eseln mit neuer Munition beliefern lassen. Auf eroberten Weltwundern baue ich gerne eine Burg. Das müsst ihr nicht tun, aber es ist eine Art Dominanz zu zeigen. Ansonsten ist Blau euer nächstes Ziel, passt aber auf die Heilquelle auf. Danach ist Gelb auch kein Problem mehr und Gelb für den Schluss aufzusparen hat noch einen Vorteil, da müsst ihr euch nämlich auch nicht mehr mit den Soldaten, die im Leuchtturm versteckt sind, befassen. Und so findet die Römerkampagne wenigstens noch einen brauchbaren Abschluss, der noch besser wäre, wenn er nicht völlig abgetrennt von den vorherigen 4 Missionen wäre.